Das, der Bereich hier sieht so aus, als ob er von woanders aus zugänglich ist. Wahrscheinlich da runter und dann irgendwo wieder hoch. Das kann ich mir gut vorstellen. So. Wir haben leider keine Anzeige, welche Tageszeit ist. Wir haben den Kompass, aber keine Uhr. So. Ah, aber es ist Nacht. Also das Silent One, das war der hier. Der sagt nämlich nichts. Und wenn wir hier in diese Richtung gucken, ja, hallo. Kommt mal wieder unser Freund Leprechaun und macht uns eine Brücke. Okay. Das war gemein. Aber zur Not. Hier gibt es auf jeden Fall noch Fisch. Okay, neuer Versuch. Kommt er jetzt gleich nochmal und macht uns die Brücke? Ja, Tatsache. Und jetzt? Können wir dich wieder mal hauen? Oh, nein, du teleportierst dich einfach weg. Okay. Eine Pick. Light Weapon. Braucht Erdmagie. Ist gering besser als mein Schwert. Ignoriert gegnerische Armor. Das ist sogar sehr praktisch. Dann bleibst du mal da drin, so. Oh, und wir haben hier einen Weg nach unten. Hier haben wir mal wieder solches Zeug. Okay, welchen Elementarschrein haben wir hier? Wasser würde ich annehmen. Squall of Frost Shield. Konzentration 3, Wassermagie 3. Verringert Frostschaden. Okay. Und das Symbol da sieht etwas komisch aus. Was habt ihr zu sagen? Der elementare Schrein des Wassers. Die Rune von Willenskraft und Frost. Südosten ist, wenn die Stärke des Wassers am stärksten ist. O Sucher der versteckten Schreine. Nur wenn du im perfekten Einklang mit den Elementen bist, sollst du das Tor öffnen zum Versteckten. Und das kennen wir ja. Wir sollen Power Gems hierher bringen. Okay. Jetzt bin ich aber noch mal kurz neugierig. Was liegt hier unten? Eine Kloake oder ein Kanal? Okay, gehen wir kurz wieder nach oben, Luft schnappen und Licht anmachen vor allem. So, das haben wir nämlich gar nicht. Hier liegt alles unter Wasser. The Vault. Hier ist nichts. Hier haben wir gerade was geöffnet. Und hier war das. Okay. Kurz hoch. Luft schnappen. Okay, hier unten ist alles unter Wasser, ja. So, das einsacken und dann geht's hier lang.
Ah, und ich hatte schwören können, ich habe gerade was gehört. Ah, auf jeden Fall eine Leiter an Land. Ja, eine Fackel. Ich glaube, ich höre Stein auf Stein. Auf jeden Fall ist hier nicht umsonst ein Fackelhalter. So. Genau, hier geht dann da drüben das Tor auf. Gut. Oh, hi. Oh, no. Au, 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 au. Schnell hoch, schnell hoch, schnell hoch. Gut. Spendieren uns nochmal eine Runde Licht. Ich finde es nützlich, dass jetzt angezeigt wird, was für ein Zauber dabei rauskommt. So. Ja, es kommen ein paar von den Jungs. So. Können wir nach oben Luft holen. Ja, jetzt sind es zwei. Blöd, dass ich nicht unter Wasser zaubern kann oder so. So, einer ist schon mal weg. Die machen fast... Ja gut, bei ihm machen sie sowieso kaum Schaden. So. Ich finde es auch blöd, dass ich die nicht irgendwie an Land locken kann. So. Weg mit dir. Einmal kurz Luft holen. Hier ist nichts aufgegangen, nein. Hier ist jetzt die Vault. Au. Okay, 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 okay. Ich verstehe schon, ich verstehe schon. Einmal kurz rasten. Sicher ist sicher. Gut. Abwärts und dann in die Vault rein. Und hier ist nichts. Ist nicht euer doch. Ein Secret. Ach nö. Floral Vault. Also natürliche Vault. Wing of String. Und was steht hier? Okay, da ist auf jeden Fall. Was passiert, wenn ich den anlege? Außer dass meine Protection um eins hochgeht. Es geht auch Leben und Energy hoch. Interessant. Okay, und irgendwo da unten liegt einer von den Goldschlüsseln. Das ist eine Vault mit Tränken. The Glass Vault. Und ja. Dann machen wir nochmal Licht an. Wir wissen ja jetzt, wo es hochgeht. The Floral Vault. Da liegt Umhang und alles Mögliche. Solche Orte sind echt fies. Du bist The Golden Vault. Naja, da ist nicht wirklich was drin, außer einem Stab. Den will ich nicht so wirklich. Du bist die Steel Vault. Schild, Bombe, Schwert. Auch nicht wirklich. Und du bist die Glass Vault. Du wärst mir irgendwie noch am sympathischsten.
Obwohl das eine ist ein Trank, keine Potion. So, okay. Wo ist der Schlüssel? Er sagt, er hat einen Schlüssel verloren. Ich sag unterwegs ein paar Fische ein. Jetzt muss ich den Schlüssel nur finden. Das bevor ich ersticke. Genau. Einmal Luft holen. Fisch einsacken. Da und da. Hier ist kein Schlüssel. Am besten nochmal Luft holen. Also ja, er hat geschrieben, dass ihm der Schlüssel hier runtergefallen ist. Genau. Entscheidungen, so viele Entscheidungen. Erstmal Luft holen gehen. So. Okay, wir gehen nochmal durch. Wir haben hier die Nature-Sache. Da ist wahrscheinlich da Zeug drin zum Brauen, ein Druidenumhang und ein Druidenarmband, was auch immer die machen. Dann hätten wir hier die Golden Vault. Da ist nur ein Stab drin. Den finde ich jetzt nicht so interessant. Hier wäre ein Schwert drin, was interessant aussehen könnte. Und hier halt die Trinkets, die Hilfsmittel. Ich würde mich fast schon für die Vault entscheiden, aber nein. Da runterspringen, geradeaus und dann rum. Die goldenen Schlüssel sind nämlich nicht so häufig. Ja. Ich hätte gerne irgendwie noch einen einfacheren Weg hier rüber. Nicht immer mit dem blöden Kobold. Aber ich sehe hier leider keine Knöpfe oder ähnliches. Hier war nur der Gegenstand. Hier ist auch nichts. Schade. Gut, dann würde ich vorschlagen. Oh, die Brücke bleibt jetzt bestehen. Das ist gut. Ich habe mir nämlich überlegt, ich benutze jetzt den Schlüssel. Warum schwebe ich eigentlich das Schwert noch mit? Achso, das ist das andere Schwert. Ich nehme den Schlüssel. Das brauche ich nicht mehr. Das kann ich beim blauen Kristall bei dem restlichen Zeug liegen lassen. Bei den anderen Briefen. Ich habe jetzt auf jeden Fall genug zu essen erstmal wieder. Komm, den ganzen Fisch können wir da einsortieren. Und zwar war ich am Überlegen. Erst einmal, ich speichere wieder. Dort nehmt es mir jetzt nicht übel, aber ich will wissen, was in der Naturvault drin liegt. Ob sich das Zeug lohnt. Weil wenn nicht, würde ich gerne an dieses Seil in der anderen Vault kommen. So. Ich habe nämlich endlich herausgefunden, beziehungsweise ich denke mal, dass es dafür ist, dass wir uns in Fallgruben abseilen können, ohne uns die Beine zu brechen. Och, das war eins falsch. Ja. Das könnte vor allem wahrscheinlich in den Kristallminen nützlich sein. So, die Druidenvault. Was haben wir hier? Also hier haben wir auf jeden Fall wahrscheinlich einen Sack mit Zeug. Ein Schamanencloak. Evasion minus 2 Energy. Energy. Regeneration Food Consumption. Ihr wollt mich doch verschuckeln. In dieser Vault ist ja nichts Gutes.